Tada! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin wieder auf Reisen, sonst würde es kein Video geben. Und zwar bin ich genau da. Wenn ihr Lust habt, meine Reise tagesaktuell zu folgen, dann folgt mir doch auch auf Instagram oder auf Facebook. Und habt ihr schon ein Abo dagelassen? Wenn nicht, einfach hier unten in der Videobeschreibung auf Abonnieren klicken, Glocke nicht vergessen und dann lasst das Intro starten. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Citroën Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin am Strand mit Werner und zwar in Römel. Schön, dass ihr dabei seid. Das hat nicht lange gedauert. Ich bin keine 5 Minuten gefahren. Jetzt habe ich einen Loppis gefunden und jetzt steige ich erstmal aus. War ja klar, dass ich was finde. Eine schöne Kanne. 8 Euro, glaube ich. Und einen Würfel, den brauche ich für meinen Job. Der hat 6 Euro gekostet. Willkommen auf Römel! Ich hoffe, ihr hört mich. Ich gehe jetzt mal direkt ans Wasser. Jetzt ist aber allerdings gerade Ebbe, also nicht so viel Wasser da. Immer mit Werner im Hintergrund im Blick. Und was man ja noch alles machen kann, außer mit dem Auto an den Strand fahren, kiten und schwimmen natürlich. Oder Drachen steigen oder Löcher graben. Jetzt hier am Fährterminal von Römel. So sieht es hier aus. Da hinten habe ich geparkt. Und mir wurde empfohlen, dort essen zu gehen. Darum gehe ich da jetzt hin. Bitte guckt euch mal den Burger an. So, jetzt gibt es erstmal ein typisch dänisches Hotdog. Hier hinter mir ist das Fährterminal und ihr seht, dort steht schon die Fähre für Sylt. Also man kann von Römel nach Sylt mit der Fähre fahren. Ich zeige euch mal was. Ich bin noch mal an einen anderen Strand gefahren in Römel. Und zwar Sonderstrand oder so ähnlich. Und ja, ich mache mal jetzt ein Außenvideo. Ehrlich gesagt,
Ich sehe einfach das Ende nicht, wie weit ich hier fahren kann. Wo ist das Wasser? Hier stehen überall in irgendwelchen Ecken Autos und ja, ich fahre hier schon seit 10 Minuten in eine Richtung. Ich finde das Wasser nicht. Da stehen wieder ein paar Autos. Theoretisch müsste da vorne irgendwo das Wasser sein, aber ich sehe nichts. Ich fahre einfach mal immer geradeaus. Irgendwo muss ich ja ankommen. Da hinten fährt ein Boot. Es sieht aus, als wenn es aus Sand fährt. Ich habe jetzt erstmal aufgegeben. Mein Burger wird kalt. Ich habe mich jetzt hier einfach mal so hingestellt. Ich drehe gleich um und zeige euch mal, wie es hier aussieht. Und dann blende ich euch hier oben ein Foto ein, wo ich jetzt gerade bin. Also so sieht es hier aus, wo ich mich jetzt hingestellt habe und meine Burger esse. Oh oh, ich habe mir jetzt den Strand versucht zu googeln, also ich müsste da lang, aber ich war jetzt schon so tief in der Matschepampe drin und das Auto ist geschlingert. Darum mache ich mir in die Hosen und deshalb fahre ich jetzt zurück dahin, wo die anderen sind. Da. Notfalls kann mir hoffentlich jemand da rausziehen. Aber jetzt sieht es schon besser aus mit meiner Spur. Ich habe jetzt hier einen genialen Stellplatz gefunden. Passt mal auf, ich zeig euch mal. Mega, oder? Das einzige Problem, hier ist Parkverbot von da bis da wegen Wänden. Jetzt stehe ich genau hier, wo es Parkverbot ist und überlege, ob Wenner von da bis da noch hinpasst. Dann würde ich nicht im Parkverbot stehen und könnte trotzdem hier übernachten. In erster Reihe, vor alle Camper, die hier noch stehen. Und ich hätte morgen tatsächlich von da Sonnenaufgang. Der Wind stört mir eigentlich nicht. Ich probiere es einfach. Aber momentan läuft hier, wo ist er? Da. Eine Timelapse, weil ich will euch gleich den Sonnenuntergang zeigen. Schaut mal, hier ist so ein Hochwasserzähler. Also hier, wo ich stehe, war schon öfter mal alles überschwemmt. Das heißt, im Notfall muss ich ganz schnell abhauen. Darum, geil, oder? Habe ich jetzt umgedreht und kann im Notfall ganz schnell los. Hier sind übrigens noch jede Menge andere Camper. Aber das soll mich nicht stören. Ich habe jetzt erstmal abgewaschen und von meiner Kaffeemaschine versucht, dieses Teppichstück abzumachen, dass ich morgen früh wieder Kaffee kochen kann. Tja, selbst schuld, ne? Wow! So, nun schaut euch das mal an. Wie auf Sansibar. Die Sonne taucht nicht ins Meer, sondern am Horizont sind Wolken und da taucht sie unter. Die Sonne ist untergegangen. Mal sehen, ob der Himmel noch schön wird. Ich habe es mir hier im Auto gemütlich gemacht, weil es ist kalt. Darum habe ich mir hier eine Kerze angezündet, die Füße hochgelegt und jetzt schneide ich ein Reel für Insta. Es ist jetzt 7 Uhr und es wird langsam so warm im Auto, dass ich jetzt aufstehe. Ist ja auch nicht schlecht, dann hat man mehr vom Tag. So, ich bin schon draußen und koche hier Kaffee. Ich habe so unglaubliches Glück mit dem Wetter.
Ich habe eine Freundin hier, die wohnt ein bisschen von Riebe entfernt. Und die hat gesagt, es war so, so windig in den letzten Tagen. Und jetzt kann ich sogar ohne Windschutz hier kochen. Genial. Ja, später, also nach dem Frühstück, will ich nochmal Richtung Riebe fahren, weil ich nochmal diese Trödelläden anschauen will. War ja gestern zum Herrentag leider alles zu. Und danach geht's Richtung Aarhus. Ja, bevor ich jetzt losfahre, gehe ich noch einmal hier ans Meer. Sieht so unglaublich schön aus. Das Wasser ist jetzt zunehmend. Und ja, da wird gleich die Matschepampe weg sein. Ja, mein Plan ist jetzt, also ich habe eigentlich drei Sachen zur Auswahl, die allerdings nicht zeitgleich gehen. Ich könnte auf die Insel Mandö fahren. Da ist die Insel. Und hier ist so ein Damm, der führt direkt auf die Insel. Das ist aber eine sehr kleine Insel, da gibt es nichts weiter außer zwei Kaffees und ganz viel Natur, was ja nicht schlecht ist, aber irgendwie gerade nicht in meinen Zeitplan passt. Dann wollte ich in Riebe in den Greenbucks stöbern. Die machen allerdings erst um 10 auf. Und dann gibt es hier einen super riesigen Flohmarkt. Und der endet um 14 Uhr und ich fahre aber eine halbe Stunde dahin. Ah, Freizeitstress. Schaut mal, hier ist tatsächlich so wie ein kleiner Weg. Und da hinten am Ende ist dieser Damm, der führt nach Mandö. Mandö ist eine kleine Insel neben Römö. Ich weiß nicht, ob man da bei wenig Wasser hinlaufen kann. Sieht fast so aus, oder? Und da ganz hinten waren auch gerade zwei Autos. Da steht Venner, Venner and Friends. Also er sucht Wattwürmer und wenn er einen gefunden hat, dann kommt er in diesen Behälter, der wird dann sauber gemacht und jetzt zeigt er ein, wie Regenwürmer. Okay, thank you. Ich sitze startklar im Auto, bye bye, schöne Landschaft. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann bitte Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen von solchen schönen Orten? Dann Abo dalassen und Glocke nicht vergessen.